in der ÖDP, der Ökologisch-Demokratischen Partei. Und als stark Schwerhöriger wird es mir dort auch möglich gemacht, auch politische Ämter zu haben. So bin ich zum Beispiel Mitglied der Bundesprogrammkommission der ÖDP und ich schreibe mit am Landtagswahlprogramm für 2023. Guten Morgen, mein Name ist Michael Stür. Ich stehe hier bei der Demonstration für ein Gehörlosengeld und ich bin selbst betroffen von dem Thema Schwerhörigkeit, Gehörlosigkeit, da ich stark schwerhörig bin und ich war entsetzt, als ich dann erfahren habe, dass es in Bayern noch kein Gehörlosengeld analog zum Blindengeld gibt, denn für mich ist es vollkommen klar, ja, welche Mehrausgaben Gehörlose haben, weil sie zum Beispiel in bestimmten Situationen Dolmetscherinnen brauchen, die ihnen erhebliche Ausgaben bescheren, die sie selbst bestreiten müssen. Und darum habe ich mich dafür eingesetzt, dass die ÖDP diese Forderung in ihr Landtagswahlprogramm 2023 schreibt und auch weitergehende Forderungen von Gehörlosen, wie zum Beispiel eine stärkere Förderung der Gebärdensprache und mehr Informationsangebote in Gebärdensprache.